Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Schlacht um Mittelerde 2, The Age of the Ring Mod. In dieser Folge werden wir das Ganze nochmal spielen, bloß mit einer Peasant-Division oder Peasant-Gegner. Weil, ich würde gerne mal Deathmatch ausprobieren, bloß ich glaube, dass ich in 2 Sekunden dann einfach tot bin. Das, also, das da ist für mich irgendwie schon wie, als ob ich auf dem Everest laufen müsste, also wäre das der Flug zum Mond. Wir probieren es mal mit Peasant und danach können wir irgendwas mal mit Deathmatch probieren. Mordor gegen Mordor, das wird jetzt auch interessant. Also gibt es eine kleine Rebellion in Mordor, die wir hier beseitigen müssen. Aha. Natürlich wir die Karte relativ praktisch. Relativ praktisch die Karte wegen dem Holz. Ah, ich bin diesmal auf der Seite. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Hier könnte man zumachen dann. Können wir gerade fast sogar den Hexenkönig. Ne, könnte ich mir nicht mal andersweise leisten. Aber fast den Warlock. Das Gebäude ist fertig. Vorteilhaft. Werden wir nachher gleich mal die Orks hier killen. Die werden wir hoffentlich genug Geld geben. Oder ein bisschen Vorschub geben. Wir werden den Vorteil hier nehmen, weil da kommen wir unten auf die Haratmen. Dann machen wir gleich mal eine Ork-Grube. Noch ein Gebäude fertiggestellt. Macht, was euch befohlen wird. Warte mal, du baust gleich mal eine Armory. Die braucht ja auch ihren Platz. Hier ist schön Holz teilweise. Das werden wir schön ausnutzen. Was ich gerne machen würde, ihn bis hier oben direkt zurückdrängen. Also ich versuche ihn irgendwie hier unten auf dem Fluss direkt zu halten. Oder oben. Irgendwo muss ich ihn direkt ausstoppen dann. Gut, zurück an die Arbeit. Das wird wichtig. Das Gebäude ist arbeitet an eurer Einstellung. Bau direkt mal hier einen Überwachungsturm. Ach, wir sehen, wenn er kommt. Ich weiß. Mach dich nützlich. So, jetzt halt direkt in die billigen Divisionen stecken. Warum haben wir keine Rohstoffe mehr? Weil wir die investieren. Wir machen Investments und hoffen, dass sie sich positiv am Ende ausbringen. Noch ein Gebäude fertiggestellt. Noch ein Gebäude fertiggestellt. Wir wären dann fertig. Schauen wir, wie schnell das hier produziert wird. Macht euch wieder an die Arbeit. Bannerträger. Bannerträger. Schick, schick. Ich gehe gerne immer wieder auf Lambert-Teile, weil die... Ich glaube, ich rieche den Feind. Da können wir nicht als bauen. Ob. Macht euch bereit. Direkt auch mit Sperrträgern. Na, das lassen wir nochmal. Ich glaube, da könnte noch Schlimmeres kommen. Alter, also, lauft ihr mal los hier oben? Das nächste Gebäude ist fertig. Verteidigt das Schlachthaus! Noch ein Gebäude fertiggestellt. Das Auge beobachtet uns. Gut zu wissen, dass sie von da oben kommen. Seid ihr bereit, es von Feinden? Wartet, geht mal raus, die werden sterben. Los! Kommt schon! Jetzt weiter, weiter. Jetzt haben sie gut Damage genommen. Jetzt wird gekämpft. Verschwendet keine Zeit. Ihr werdet nicht gefaulet. Direkt sie hier noch ein. Noch hier eins hin. Ja, schickt uns frische Orks. Was ich mache, ist hier unten, hier oben gleich einen Turm platzieren. Dann können wir das hier oben auch ausnutzen. Rein theoretisch. Oder wir nutzen gleich das aus, indem wir hier oben noch. Laut. Ist das der Feind? Wir brauchen Rohstoffe! Bleibt wachsam! Sie greifen das Lager an! Na, Scherz, sie kommen unten gleich mit Bogenschützen daher. Kommt schon! Seid ihr bereit? Seht arbeitet an eurer Einstellung! Das schaut alles in Ordnung aus. Ihr wisst, was zu tun ist! So. Zuhören! Orks! Kommst du da raus? Arbeitet an eurer Einstellung. Der Feind ist in unserem Lager. Da muss der Turm jetzt hier auch noch liefern. Noch ein Gebäude fertiggestellt. Das lassen wir einfach. Ihr werdet nicht gefaulet. Jetzt müssen wir erstmal die dementsprechenden Gebäude hin, die ordentlich Geld bringen. So. Ich dachte, wir sind fertig. Du kommst ja nicht mehr. Das dann.
Den haben wir jetzt gekillt. Wie gesagt, hier will ich auch gleich mal einen Punkt haben. Wir werden angegriffen! Seid ihr bereit? Na, dann kill den schnell. Kommt aus der Grube. Macht euch bereit! So, der Turm wurde verteidigt. Stellt euch hier hinten hin. Perfekt. Und dem. Ah, wir brauchen noch. Sie kommen von überall! Noch ein Gebäude fertiggestellt! Greift ihn doch an! Stehen da so, so. Ja, guck, mein Bruder, der auf der falschen Seite kämpft. Seid ihr bereit? Zuhören! So. Wir werden hier nicht rasten. Dann brauchen wir nochmal einen davon. Wie gesagt, mein Plan ist diesmal ein bisschen schnellere Expansion. Die werden jetzt erstmal hier die Orks ausschalten. Du kriegst gleich den Auftrag, hier oben den zweiten Turm zu errichten. Das nächste Gebäude ist fertig. Macht, was euch befolgt! Mach dich nützlich! Drei Türme sollte sie fürs Erste aufhalten, vor allem Orks sind nicht unbedingt so gut gegen das Zeug. Macht euch bereit! Umkreist gleich mal den hier unten. Dann können wir die hier auch Holzfäller hinstellen. Ihr werdet nicht gefaulet. Und das ausnutzen. Komplett perfekt. Ihr wisst, was zu tun ist. Jetzt wird gekämpft! Seht nur, wie die Orks aus der Grube strömen. Perfekt, und da ist wieder Geld. Bewegung. Seid ihr bereit? So wie wir das brauchen. Hier wird der dritte Turm errichtet. Dann werden wir nicht versuchen, als nächstes hier vorne alles einzunehmen und die Front zu halten. Haltet euer Werkzeug bereit. Das sollte uns auf jeden Fall nochmal einen kleinen Boost geben. Baut. Und vor allem unsere Geldflüsse auch dementsprechend halten. Ablenken durch Türme. Aber wie gesagt, als nächstes ein Vorrücken. Dafür brauchen wir ein paar Trolle. Trolle sind immer super. Die haben dementsprechend die Stärke und alles. Das sollte uns. Oh, jetzt scheiße, kommen sie schon. Aber halt mit einer dementsprechenden Armee, die mir nicht jetzt unbedingt was ausmacht hier. Erledigt sie! Das ist jetzt der Vorteil, ich kann mit meinem Herder ganz easy reinmarschieren. Und halt sie auf, da kommen noch ein. Eigentlich, die Wett, die kommen nicht durch mich durch eigentlich. Die dürfen da nicht durchkommen. Genau. Zeit, da kommen jetzt noch die billigen. Aber auch nur zwei Divisionen. Ich weiß nicht genau, was der Feind macht gerade. Ah, der schafft es meistens doch. Okay, dann gehen wir wieder auf unsere Position hier oben. Du kümmerst dich gleich darum, dass hier noch Holzfäller kommen. Hätte ich gern vier Trolle erstmal. Das sollte ja nicht so schlimm sein. Hier noch Holzfäller hin. Wir brauchen mehr Rohstoffe. Ja, haben wir gleich. Das Auge beobachtet uns. Ich überlege, ob ich hier oben noch einen Turm hinbaue, dann sind es drei. Sind natürlich gut Defense und vor allem habe ich eine längere Reaktionsphase, in der ich auf Trolle reagieren kann. Und dann schaut unsere Base eigentlich ganz gut aus. Einheitenfluss darf nie verloren gehen, bedeutet immer genug Einheiten produzieren. Sollte jetzt eine unserer Highest Priorities sein, wir haben genug Ressourcen. Und können bald den ersten Schub gegen ihn machen, um eine Verteidigung vorgeschoben zu setzen. Bin mal gespannt. Kommt er diesmal mit einer, zwei Divisionen. Ist aber gegen uns, wie gesagt, immer noch kein Problem. Sieht doch hier schon die Fallen wie Fliegen. Wenn man den Feind gut beschäftigt kriegt, dann sollte, hat man auch seine Ruhe. Wir haben auf euch gewartet, Bogenschützen. Das neue Gebäude ist fertig. Ah, diesmal hat er sogar... Oh, er hat erweiterte Einheiten. Aber dadurch, dass er nicht auf mich achtet, ist es für ihn der große Nachteil. Er kämpft aber halt gegen die Zeit. Ah, die sind gar nicht schlecht. Das ist natürlich nachteilhaft. Frei.
Aber hier oben haben wir schon zwei Gebirgstrolle. Bedeutet, der Kampf gegen ihn, dieses Gebiet zu sichern, ist schon sehr nah in die Zukunft, in die Gegenwart gerückt. Alter, die, ja, das ist natürlich, aber wie gesagt, ich produziere gerade nur Billigeinheiten. Die halten ihn auf. Und das wäre jetzt nicht mal so ein herber Verlust. Wir werden hier nicht rasten. So. Kommen nach da unten. Das hat sich noch nicht ausgebaut. Wir haben viel zu tun. Was ich jetzt noch gern hätte, wäre ein Haradrimplerlast. Die sind nicht stärker. Du kannst mir echt nochmal. Truppen können wir nicht befehligen. Mach dich nützlich. Dieser neue Gebirgstroll ist gefährlich. Das können wir ändern, dass wir nicht mehr halten können. So, jetzt sind wir in der Lage, auch dass wir halt dementsprechend Sachen machen können. Hier ein Upgrade zum Beispiel. Oder hier ein Upgrade. Das geht jetzt schön. Drei Gebirgstrolle, das taugt. Sie haben sich auch darauf spezialisiert, von unten anzugreifen. Was natürlich genial ist. Also dort, weil ich dort auch den Hauptverteidigungspunkt aufgebaut habe. Oh, schon, da kommt der erste Gebirgstroll. Komm schon, Baumeister, es gibt einmal. Ihr wimmelt es von Feinden. Wir haben einen Gebirgstroll. So, der ist gleich down. Das Gebäude ist fertig. Was sollen wir danach bauen? Ja, jetzt werden wir dann alle nach vorne schleppen, damit wir instant Türme errichten können. Los! Haben wir jetzt alle vier Gebirgstroll? Yes. Diese Armee ist schon groß genug. Haltet euer Werkzeug bereit. Arbeiter! Alle, die ich brauche, kommen jetzt mal nach hier. Wir haben viel zu tun. Ihr werdet nicht gefallen. Um halt das zu bauen, was ich als nächstes plane. Wir haben den Trollkäfig vergrößert. Also noch ein paar Bogenschützen. Bewegt euch! Das soll man ja auch nie vernachlässigen. Du bist nochmal geupgradet. Wie gesagt, wir brauchen alles hier vorne jetzt, weil wir jetzt vorrücken. Und dann hier vier Türme direkt errichten und danach hier unten vier Türme. Und damit sollten wir dann eine gute Front schon mal haben. Eine größere auch. Hier oben, die wird eh nicht verteidigt. Bedeutet, wir werden als nächstes hier oben dann zuschließen und ihm somit seine komplette Kapazität klauen. Alle mir nach! Das leckt das Spiel auch schon. Arbeitet an eurer Einstellung! Achtung, Bogenschützen! Ich glaube, ich rieche den Feind. Hallo, Feind. Erledigt sie! Arbeiter! Wenn wir dem ersten jetzt gleich mal sagen, hier Turm hin. Macht, was euch befohlen wird! Dann dem nächsten sagen, hier Turm hin. Ihr werdet nicht gefaulet! Macht dich nützlich! Hier Turm hin. Macht euch wieder an die Arbeit! Baut! Macht euch bereit! Dadurch errichten wir direkt eine Front. So mache ich meine Schnellbaufronten. Ganz cool ist es bei Dol Guldur, weil du halt ganz viele Baumeister bauen kannst und halt sowas mit so machen kannst. Du verlierst halt deine Baumeister danach, immer nach jeder, je nach jedem Auftrag, den sie ausführen. Aber dafür hast du... Ist noch umzu massiver. Wir werden die ganze Zeit schon angegriffen. Sie wissen bloß nicht genau, was sie tun sollen gegen mich. Aber was haltet ihr denn? Troll gegen Troll? Pfeile bereit machen! Beeilung! Jetzt wollen sie mir meinen Turm kaputt machen. Ihr wisst, was euch tun ist. Was soll ihr? Arbeitet an eurer Einstellung! Macht dich nützlich!
Aber wie gesagt, jetzt kommt. Haltet euer Werkzeug bereit! Ihr wisst, was zu tun ist! Vorsicht! Sie greifen uns an! Oh, jetzt haben sie auch einen Oma-Angriff gestartet. Aber da haben wir uns ja eh drauf vorgehalten, dass sie da versuchen anzugreifen, aber es nicht hinkriegen. Sie sind einfach nicht so aktiv, wie sie es müssten, um uns gegen uns vorgehen zu können. Ich habe gleich einen Träum mittlerweile verloren. Ist aber auch nicht so schlimm. Der Feind ist in unserem Lager. Alter, komm, die sind doch nicht immer in unserem Lager. Also, die schaffen es nicht mehr rein. So, als nächstes werden natürlich hier die guten Divisionen ausgebildet. Jetzt können wir es uns leisten. Schnell, wir brauchen Rohstoffe. Ihr wimmelt es von Feinden. Hoch mit euren Leeren zurück. Das nächste Gebäude ist fertig. Ja, Gott, wir brauchen mehr Rohstoffe. So. Ihr arbeitet an eurer Einstellung. Genau, und jetzt kannst du hier anfangen zu bauen. Hier gibt es immer Arbeit. Jetzt können wir unsere Militäroption vergrößern. Das ist natürlich auch jetzt der Plan. Wir können vergrößern der Militärdivisionen. Und alles und haben halt Team jetzt hier einen ordentlichen Schaden auch reingezogen. Wie viel kostet der? 340. Wenigstens eigentlich hier unten, falls was ist, sehen wir es. Sie kommen nicht mal um. Diese neuen Ork-Horden riechen noch schlimmer als die alten. Schauen wir, wie sie gegen unsere neuen Türme ankommen. Die Ostlinge sind angekommen. Und sie fallen direkt wie Fliegen. Noch ein Gebäude fertiggestellt. So können wir uns natürlich die Visionsverluste auch sparen. Die Türme werden jetzt hier ordentlich noch Damage machen. Haltet euer Werkzeug bereit. Fertig. Werden wir uns hier ganz gemütlich vorbereiten können. Und natürlich auch überall, wo Holz ist, kann eine kleine Holzmine hin. Ich glaube, ich habe noch ein paar Orks unten. Ja. Sind die neuen für die obere Front? Und man sieht schon, sie schaffen es nicht. Noch ein Gebäude fertiggestellt. Die Front ist gerade in Neverbo. Hier oben die Front ist natürlich auch dementsprechend schon gesichert worden. Die Herateren sind auch auf einem guten Weg. Die kosten halt auch dementsprechend. Kolitis! Ja, das war ja wie geplant. Arbeiter! Wir haben richtig hohe Ausgaben jetzt. Ihr wisst, was zu tun ist mit euch, ihr faulen Säcke. Das macht das Ganze jetzt interessant. Sie versuchen jetzt, glaube ich, haben sie die Front gewechselt, die sie nehmen wollen. Was sie natürlich nicht wissen, dass das da unten nicht das einzige Heer ist, sondern eigentlich nur das Starterheer. Und wir gerade auf dem zweiten Heer aufbauen. Und wenn sie einen Angriff designen, dann ist er dumm. Schau mal, jetzt kriegen sie ein bisschen Damage. Die Ostringe sind hier. Wir können nicht noch. Ich finde es interessant, dass sie gar nicht hier. Sie interessieren sich dafür nicht. Ah, da kommt noch ein Kampftroll. Nice. Noch ein Gebäude fertig. Kampftroll, kümmere dich mal drum. Was ist das? Was sollen wir sonst noch bauen? Ein Kampftroll ist es. Was denn sonst? Mach dich nützlich. Das Gebäude ist fertig. Ihr wisst, was zu tun ist. Ich weiß. Du kümmerst dich nochmal um Kohle. Je höher der gesamte Kohle. Besitz ist, desto besser ist es für uns. Auch nochmal aktualisiert. Die drei gehen jetzt nach hier unten. Ein bisschen Geldverwaltung machen. Bauen wir hier gleich mal sowas hin. Eine kleine Fabrik. Oh, jetzt haben sie sich entschieden, oben anzugreifen. Wir kämpfen für Mordor. Dann sagt Hallo zu meinen neuen Divisionen. Das Gebäude ist fertig. Das teuerste Heer, was ich jetzt bis jetzt mit Mordor habe. Was natürlich vorteilhaft ist. Das hier wird nicht jetzt absolut kein Problem haben mit dem, was sie hier anschicken. Wir haben die
Dann kann ich mich hier drum kümmern, dass wir hier sind. Das Black Uruk Maduras. Kriegen sie 4 nach oben. Kümmert euch mal bitte um die. Perfekt. Dann wird hier noch ein bisschen abgesichert. So, einfach kommen wir voran. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao. Everything changes.